Ja, hallo meine lieben Fußballfreunde, herzlich willkommen zum Nachbericht der zweiten Runde des DFB-Pokals in der Saison 2015-2016. Ja, fangen wir an mit den Spielen, die am Dienstag, den 27. Oktober stattgefunden haben. Ja, fangen wir gleich an mit der ersten Überraschung, und zwar der Drittligist Erzgebirge Aue wirft den Erstligisten Eintracht Frankfurt aus dem Bewerb durch ein Tor von Wegner in der 74. Minute. Und ich muss sagen, der Sieg war absolut verdient für die Auer, denn sie hatten ja einige wirklich gute Möglichkeiten, haben die Frankfurter wirklich eigentlich gut im Griff gehabt. Man muss sagen, Frankfurt hat auch sehr enttäuschend gespielt, haben wahrscheinlich die Auer auch nicht wirklich ernst genommen. Und ja, so entstehen halt eben diese Überraschungen. Und ja, wie gesagt, Erzgebirge Auer für mich absolut verdient weiter. Dann kommen wir zum nächsten Spiel, und zwar zu FSV Frankfurt gegen Hertha BSC. Und auch da hätte es fast noch eine Überraschung gegeben, denn die Hertha ja, geht in die Verlängerung. Ja, zuerst war es 1:1 gestanden. FSV ist durch ein Tor von Golli in der 47. Minute in Führung gegangen. Dann konnte Solomon Kalou in der 56. ausgleichen. Ja, so ging es dann in die Verlängerung. In der Verlängerung gab es dann einen Elfmeter in der 99. Minute für die Hertha. Und den verwertet dann ebenfalls Kalou zur 2:1 Führung, die sie dann ja knapp über die Runden bringen können. In der 119. Minute verlieren sie dann noch Marvin Plattner durch eine gelb-rote Karte. Aber ich denke, am Ende ja, macht das keinen Unterschied. Die Hertha müht sich hier zwar, aber am Ende ja, ist nur entscheidend das Weiterkommen, und die Hertha ist weiter in der nächsten Runde. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Spiel. Auch das durchaus eine sehr große Überraschung, denn Mainz 05 verliert zu Hause gegen 1860 in München, den Abstiegskandidaten aus der zweiten Liga, mit 1:2. Es fängt eigentlich gut an für die Mainzer, denn schon nach 6 Minuten gehen sie durch ein Eigentor von Schindler in Führung. Aber ja, Schlüsselszene in der 45. Minute, und zwar bekommt Bengtsson von den Mainzern eine rote Karte für eine Notbremse. Das war sicherlich auch spielentscheidend, denn ja, in der zweiten Halbzeit dann die Mainzer mit einem Mann weniger. Und die Münchner haben das natürlich ausgenutzt, können zunächst in der 70. Minute durch Mugosha ausgleichen. Und in der 77. macht dann Rubén Okotie sogar das 2:1 für die Münchner. Und ja, so ist 1860 München jetzt in der nächsten Runde. Doch etwas überraschend, da sie ja in der zweiten Liga gegen den Abstieg spielen. Ja, und die Mainzer sind etwas in einer Krise. In der Liga läuft es auch zurzeit nicht ganz so gut. Und ja, und jetzt sind sie auch im Cup ausgeschieden. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Spiel. Und zwar der 1. FC Nürnberg gewinnt ganz deutlich zu Hause mit 5:1 gegen Fortuna Düsseldorf. Ja, die Nürnberger gehen schon früh in Führung durch Burgstaller nach 10 Minuten. Dann in der 17. Minute macht der Behrens das 2:0. Und dann Füllkrug in der 41. Minute mit dem 3:0 und Leibold in der 43. Minute mit dem 4:0. Also schon nach der ersten Halbzeit war da das Spiel schon entschieden. Wirklich sehr enttäuschende Leistung von den Düsseldorfern. Blum macht dann in der 69. noch das 5:0. Und ja, Demirbay kann dann noch den Ehrentreffer für die Düsseldorfer erzielen in der 72. Minute, aber am Ende ja ein ganz klarer Heimsieg hier für die Nürnberger. Ja, ich hatte geglaubt, dass das Spiel ein bisschen enger wird, aber am Ende muss man sagen, Düsseldorf wirklich sehr, sehr enttäuschend, auch in der Saison. In der Liga stehen sie nicht gut da, und es würde mich nicht überraschen, wenn Trainer Frank Kramer vielleicht ja, bald entlassen wird. Denn ja, bei den Düsseldorfern hat man sich sicherlich mehr erwartet. Ja, und auf der anderen Seite, die Nürnberger stehen jetzt in der nächsten Runde, und ja, mal sehen, wen sie da jetzt als Gegner bekommen werden. Ja, gehen wir jetzt zum nächsten Spiel, und auch da gab es eine faustdicke Überraschung. Und zwar der Viertligist Unterhaching schlägt den Zweitligisten RB Leipzig mit 3:0. Also ein ganz klarer Sieg hier. Ja, die Hachinger gehen schon nach 5 Minuten durch Einsiedler mit 1:0 in Führung. Rosenzweig macht dann in der 23. Minute das 2:0. Und in der zweiten Halbzeit macht dann Steinherr in der 67. Minute das 3:0 und damit die Entscheidung. Ja, wirklich eine überraschende Leistung hier von Unterhaching, die absolut verdient hier gewinnen. Die Leipziger sehr enttäuschend. Ja, haben zum Teil mit sehr vielen Reservespielern gespielt, und sie haben die Unterhachinger ganz klar unterschätzt. Ja, und wie schon auch bei Aue, wenn du ja, das zu locker angehst, kann das auf alle Fälle passieren. Ja, der
der Außenseiter wächst über sich hinaus und so war es auch in diesem Fall. Und ja, Unterhaching ist ja auf alle Fälle verdient in der nächsten Runde. Ja, kommen wir dann zum nächsten Spiel und zwar ein Duell von zwei Erstligisten und zwar der SV Darmstadt gegen Hannover 96. Ja, und Darmstadt gewinnt hier zu Hause mit 2 zu 1. Ja, in der ersten Halbzeit fielen keine Tore, erst dann in der zweiten. Ja, innerhalb kurzer Zeit geht es da Schlag auf Schlag. Zunächst gehen die Darmstädter durch Sulu in der 74. Minute in Führung. Nur eine Minute später kann Arthur Sobirk für die Hannoveraner ausgleichen, aber dann wieder nur 4 Minuten später, und zwar in der 79. macht dann Sandro Wagner das 2 zu 1 und das reicht dann auch für Darmstadt zum Aufstieg in die nächste Runde. Ja, Darmstadt wirklich eine Wahnsinnssaison. Nicht nur in der Liga sorgen sie für Furore, jetzt auch im Cup jetzt schon in der dritten Runde. Und wie gesagt, dieser Sieg ist keine Überraschung. Sie waren für mich der Favorit für diesen Spiel. Und deswegen keine Überraschung hier, dieser Sieg. Ja, gehen weiter zum nächsten Spiel und zwar zu Bochum gegen Kaiserslautern, also ein Zweitligaduell. Ja, und das war sehr knapp, wie vorher von mir prognostiziert, denn die Bochumer gewinnen ganz knapp durch ein Tor, durch ein Eigentor von Löwe in der 67. Minute. Wie gesagt, ein sehr ausgeglichenes Duell. Am Ende hat dieses eine Eigentor dann zugunsten der Bochumer entschieden. Es war ein sehr knappes Duell, aber wie gesagt, Bochum in der nächsten Runde. Ja, und dann noch das Spitzenspiel, wahrscheinlich in dieser Cup-Runde, und zwar der VfL Wolfsburg gegen den FC Bayern München. Aber am Ende muss man sagen, war das eine klare Angelegenheit für die Bayern, denn sie gehen schon nach 15 Minuten durch ein Traumtor von Douglas Costa in Führung. Wunderschönes Tor, genau in die Kreuzecke. Keine Chance hier für Torhüter Benaglio. Und Thomas Müller dann mit einem Doppelpack in der 20. und dann in der 34. Minute macht dann mit dem 13:0 eigentlich alles klar. Und ja, zu diesem Zeitpunkt muss man dann schon sagen, war das Spiel leider schon entschieden. Die Wolfsburger konnten nicht wirklich zusetzen. Erst in der 90. Minute, also in der Nachspielzeit, gelang dann noch der Ehrentreffer durch André Schürrle. Aber wie gesagt, die Bayern hier ganz souverän weiter. Ja, kommen wir dann zu den Spielen, die dann am Mittwoch stattgefunden haben, dem 28. Oktober. Und so hat er gespielt Viktoria Köln gegen Bayer 04 Leverkusen. Ja, und die Leverkusener haben das Ganze relativ souverän für sich entschieden mit 6 zu 0. Und zwar durch Tore von Brandt in der 15. Minute, Bellarabi in der 35., Chicharito in der 38. und 54. Minute. Dann gab es eine gelb-rote Karte auf Seiten der Kölner für Pschenska in der 75. Minute. Und dann haben die Leverkusener noch zweimal zugeschlagen durch Kießling in der 80. und Jurtschenko in der 83. Minute. Ja, am Ende klarer, souveräner Sieg für den Favoriten, für die Leverkusener. Ja, kommen wir dann vielleicht zum spannendsten Spiel in dieser Cup-Runde, und zwar zum SV Sandhausen gegen den ersten FC Heidenheim. Ja, und die Heidenheimer setzen sich, nachdem es 0 zu 0 nach regulärer Spielzeit und Verlängerung gestanden war, dann im Elfmeterschießen knapp mit 4 zu 3 durch. Ja, auf Seiten von Sandhausen verschießt der Buadus und Paccarada. Auf Seiten von Heidenheim schießt nur Tic Ribeiro daneben und Arne Feig entschießt dann den entscheidenden Elfmeter dann zum 4 zu 3 und damit ja, den Aufstieg für den Heidenheimer. Ich habe ja auch auf Heidenheim getippt. Ja, und das ist keine Überraschung für mich, dass es da ins Elfmeterschießen ging, denn ja, beide Mannschaften, muss man sagen, sind ungefähr auf gleichem Niveau. Und ja, da hat eben das ein bisschen Glück halt für die Heidenheim entschieden, wobei man auch sagen muss, Heidenheim war dann ja für einen Großteil eine Mann mehr, denn ja, Hübner hat auf Seiten von Sandhausen der 56. die rote Karte gesehen, aber die Heidenheimer konnten das ja nicht wirklich ausnutzen und deswegen ja, ging es dann ins Elfmeterschießen, aber da haben sie dann das Glück auf ihrer Seite gehabt. Ja, gehen wir dann zum nächsten Spiel und zwar zu Borussia Dortmund gegen den SC Paderborn. Ja, und die Dortmunder gewinnen nach anfänglichen Problemen doch relativ klar und deutlich mit 7 zu 1. Ja, Paderborn doch überraschend gut in dieses Spiel gestartet, hat da gut dagegen gehalten. Dann noch nach 21 Minuten sind sie sogar in Führung gegangen durch ein Tor von Lakic. Aber es dauert nicht lange, denn die Dortmunder können dann 4 Minuten später schon ausgleichen durch Ramos. Dann in der 30. macht Castro das 2 zu 1 und Kagawa in der 43. mit dem 3 zu 1. Und da war dann eigentlich schon klar, dass die Dortmunder das gewinnen werden. Ja, in der zweiten Halbzeit schießen sie dann noch 4 Tore und zwar Gündogan in der 55. Minute aus einem Elfmeter. Dann wieder Castro in der 58. Minute und dann, ja, gegen Ende des Spiels gab es dann noch 2 Treffer für die Dortmunder und zwar durch Piszczek in der 87. und Mkhitaryan in der 89. Minute. Ja, am Ende
Hier ein klarer Sieg für die Dortmunder, wobei man sagen muss, wie gesagt, Paderborn hat gut begonnen, aber am Ende, ja, war Dortmund einfach viel zu stark. Ja, gehen wir zum nächsten Spiel und zwar zum SC Freiburg gegen den FC Augsburg. Ja, und das, ja, für mich aus meiner Sicht doch relativ klar für Augsburg, denn sie gewinnen hier mit 3 zu 0. Ja, da hat der Erste der zweiten Liga gegen den Tabellenletzten der ersten Liga gespielt und ja, Augsburg geht sehr früh in Führung nach 11 Minuten durch Dongwon Chi. In der 25. Minute kann dann Sven auf 2 zu 0 erhöhen und dann ja, in der 50. Minute macht Kayubi das 3 zu 0 und da war dann das Spiel entschieden. Ja, ich muss sagen, ich bin von Freiburg doch etwas enttäuscht gewesen. Ich habe wirklich geglaubt, dass sie da die Chance haben, Augsburg zu schlagen, haben bis jetzt in der zweiten Liga doch sehr überzeugend gespielt und Augsburg zuletzt war nicht gut drauf. Deswegen überrascht mich dieses Ergebnis doch, aber das sieht man dann doch, auch wenn Freiburg der Tabellenerste in der zweiten Liga ist, dass da ja trotzdem eine Liga-Unterschied ist. Und ja, für die Augsburger hier ein wichtiger Sieg. Sie sammeln damit sicherlich Selbstvertrauen auch für die nächsten Spiele in der Liga. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Spiel und zwar zu Carl Zeiss Jena gegen den VfB Stuttgart. Ja, der Favorit setzt sich hier mit 2 zu 0 durch, der VfB, aber sie haben doch sich ein bisschen schwer getan. Sie gehen zwar nach 22 Minuten durch Martin Hanik in Führung, aber erst in der 90. Minute kann Maxim aus einem Elfmeter die Entscheidung herbeiführen mit dem 2 zu 0. Ja. Der Elfmeter resultiert aus einem Handspiel, wo ein Spieler von Jena den Ball ja, mit der Hand auf der Linie rettet, und zwar Erlbeck, und er bekommt dafür natürlich auch die rote Karte. Ja, und somit dann der 2 zu 0 Endstand für die Stuttgarter. Wie gesagt, sie haben sich doch etwas schwer getan, aber am Ende, wie schon gesagt, auch bei Hertha, es zählt das Weiterkommen, und ja, die Stuttgarter sind jetzt eine Runde weiter. Ja, gehen wir weiter dann zum nächsten Duell. Und zwar, ja, der einzige Fünftligist, der noch verblieben ist, der SSV Reutlingen, hat mit doch relativ klar mit 0 zu 4 gegen Eintracht Braunschweig verloren aus der zweiten Liga. Ja, die Braunschweiger sind nach 21 Minuten durch Holtmann in Führung gegangen. Berggren macht dann in der 36. das 2 zu 0. Ja, Holtmann dann wieder in der 61. mit dem 3 zu 0 und Ademi dann in der 79. Minute mit dem 4 zu 0 am Ende. Ja, ein souveräner Sieg für die Braunschweiger, die ihren Gegner nicht unterschätzt haben, ja, ihren Gegner ernst genommen, und so setzen sie sich dann am Ende ganz klar mit 4 zu 0 durch. Ja, kommen wir dann zum nächsten Spiel. Auch das ein Duell zweier Erstligisten, und zwar der FC Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach. Ja, ein Duell, das es ja bereits am letzten Wochenende gab in der Liga, wo die Gladbacher mit 3 zu 1 gewinnen konnten. Ja, und auch in diesem Spiel bleiben die Gladbacher siegreich, denn sie gewinnen hier mit 2 zu 0. Und zwar gehen sie durch ein Tor von Lars Stindl in der 42. Minute in Führung, und dann in der 53. Minute macht dann Azar aus einem Elfmeter das 2 zu 0. Und so können die Gladbacher ja ihre Siegesserie fortsetzen, sind wirklich gut drauf, wobei man auch sagen muss, dass Schalke in diesem Spiel wirklich einige gute Chancen hatte. Sie haben ja diese nicht verwertet, deswegen da wäre sicherlich was drinnen gewesen für die Schalker. Aber schon gesagt, Gladbach zurzeit in einer sehr guten Form und deswegen ja, stehen sie in der nächsten Runde. Ja, kommen wir dann noch zum letzten Spiel in dieser zweiten Runde. Auch das ein Duell zweier Erstligisten, und zwar der SV Werder Bremen gegen den 1. FC Köln. Und die Bremer setzen sich ganz knapp mit 1 zu 0 durch, und zwar durch ein Tor vom Ex-Kölner von Anthony Uca in der 23. Minute. Ja, auch das ein sehr knapper Sieg, denn die Kölner hatten auch ja einige gute Möglichkeiten, vielleicht zum Ausgleich zu kommen, aber am Ende haben sie keine ihrer Chancen verwerten können, und so gewinnen die Bremer glücklich mit 1 zu 0 und sind damit in der nächsten Runde. Ja, das war jetzt mein Nachbericht hier zu dieser zweiten Runde des DFB-Pokals in der Saison 2015-2016. Ja, und jetzt meine Frage an euch. Ja, was sagt ihr zu dieser zweiten Runde? Was sagt ihr zu diesen Überraschungen? Ja. Ja, ich würde es gerne wissen. Schreibt es unten in die Kommentare. Ja, ich bedanke mich, dass ihr dieses Video angeschaut habt. Und ich sage Tschüss, euer Little Piccolo.